Samuel. Kapitel 10. Und es begab sich danach, dass der König der Kinder Amon starb, und sein Sohn Hanun ward König an seiner Stadt. Da sprach David: Ich will Barmherzigkeit tun an Hanun, dem Sohn Nahas, wie sein Vater an mir Barmherzigkeit getan hat. Und sandte hin und ließ ihn trösten durch seine Knechte über seinen Vater. Da nun die Knechte Davids ins Land der Kinder Amon kamen, sprachen die Gewaltigen der Kinder Amon zu ihrem Herrn: Hanun, meinst du, dass David deinen Vater ehren wolle, dass er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er darum hat seine Knechte zu dir gesandt, dass er die Stadt erforsche und erkunde und umkehre? Da nahm Hanun die Knechte David und schor ihnen den Bart halb und schnitt ihnen die Kleider halb ab bis an den Gürtel und ließ sie gehen. Da das David ward angesagt, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König hieß ihnen sagen: Bleibt zu Jericho, bis euer Bart gewachsen, so kommt dann wieder. Da aber die Kinder Amon sahen, dass sie vor David stinkend geworden waren, sandten sie hin und dingten die Syrer des Hauses Rehob und die Syrer zu Zoba, 20.000 Mann Fußvolk, und von dem König Machas 1.000 Mann und von Istob 12.000 Mann. Da das David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsleute. Und die Kinder Amon zogen aus und rüsteten sich zum Streit vor dem Eingang des Tors. Die Syrer aber von Zoba, von Rehob, von Istob und von Macha waren allein im Felde. Da Joab nun sah, dass der Streit auf ihn gestellt war vorn und hinten, erwählte er aus aller jungen Mannschaft in Israel und stellte sich wider die Syrer. Und das übrige Volk tat er unter die Hand seines Bruders Abisai, dass er sich rüstete wider die Kinder Amon. Und sprach: Werden mir die Syrer überlegen sein, so komm mir zu Hilfe, werden aber die Kinder Amon dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei getrost und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes, der Herr aber tu, was ihm befällt. Und Joab machte sich herzu mit dem Volk, das bei ihm war, zu streiten wider die Syrer, und sie flohen vor ihm. Und da die Kinder Amon sahen, dass die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abisai und zogen in die Stadt. Also kehrte Joab um von den Kindern Amon und kam in Jerusalem. Und da die Syrer sahen, dass sie beschlagen waren vor Israel, kamen sie zuhauf. Und Hadadeser sandte hin und brachte heraus die Syrer jenseits des Stromes und führte herein ihre Macht, und Sobach, der Feldhauptmann Hadadesers, zog vor ihnen her. Da das David ward angesagt, sammelte er zuhauf das ganze Israel und zog über den Jordan und kam gen Helam. Und die Syrer stellten sich wider David, mit ihm zu streiten. Aber die Syrer flohen vor Israel. Und David verdirbte der Syrer 700 Wagen und 40.000 Reiter, dazu Sobach, den Feldhauptmann, schlug er, dass er daselbst starb. Da aber die Könige, die unter Hadadeser waren, sahen, dass sie geschlagen waren vor Israel, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihnen untertan. Und die Syrer fürchteten sich, den Kindern Amon mehr zu helfen.